Yay, Claudi, du bist 29 Jahre alt. Egal. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich ein Unboxing-Video und zwar ist die Pinkbox bei mir eingetroffen. Die Pinkbox aus Dezember 2018. Tada! Und die möchte ich gerne mit euch zusammen aufmachen. Ja, wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Dann reißen wir das Ding mal auf. Wuhu! Eins meiner Lieblingsgeräusche bei dem Ganzen. Paket leer. Und hier sind die zwei Sachen, die da so drin sind. Einmal haben wir hier die Joy. Ich wollte gerade Couch sagen, denn normalerweise ist da immer die Couch drin. Das ist eine Zeitschrift, die normalerweise 1,99 Euro kostet. Gucke ich mir jetzt nicht so intensiv an. Ich bin eigentlich nur scharf auf die Proben, die da drin sind, wenn sie drin sind. Und hier haben wir die wunderschön verpackte Pinkbox. Also das ist echt hübsch, oder? Joyful Christmas, dann hast du hier den Tannenbaum drauf und ich finde diese Verpackung richtig schön. Normalerweise ist es ja pink und jetzt hast du halt eine Special-Verpackung. Ich habe die Pinkbox im Abo, zahle pro Monat ungefähr 12,50 Euro dafür und ja, das ist ein Jahresabo, deswegen ist es ein bisschen günstiger. Wenn du auch Interesse dran hast, unten in der Infobox steht alles dazu, da gibt's auch, da könnt ihr auch Gutscheincodes oder sonst was anfordern, ne? Dass ihr die dann eventuell auch günstiger bekommt. So, nicht lange quatschen. Machen. Öffnen wir das schöne Schätzchen. Tada! Also ich liebe diese Karten, die da drin sind. Dieses Mal steht hier drauf, danke, dass du da bist. Das ist total schön. Und dann steht hier auch noch ein Gutscheincode drauf. Den verlinke ich euch auch unten in der Infobox. Mein Wunschzettel ist noch leer. Ja, und jetzt machen wir das Schleifchen mal auf. Man sieht immer noch nicht besonders viel. Ich lege sie mir einfach auf den Schoß und greife blind rein. Übrigens, im Deckel steht immer drin, du bist schön und das gefällt mir immer richtig gut. So, zuallererst haben wir hier das Pinkbox-Magazin. Da steht drin, was drin ist und die Preise, die ich euch alle verlinke. Wenn da Gutscheincodes drin steht, stehen die auch bei mir gleich in der Infobox, weil ich euch die alle reinschreibe. Dann haben wir hier noch dieses Shopping-Booklet, das hatte ich auch schon das ein oder andere Mal in den Boxen drin. Alles, was ich da drin finde, unten in der Infobox, das sind nämlich Gutscheincodes. Und dann greifen wir mal rein. What's that? Was ist das? Ist es nicht wunderschön? Ja, man trägt es tatsächlich so oder halt weiter oben, aber ich habe halt relativ dicke Finger, tut mir leid. Und dann machst du hier oben dein Nagellackfläschchen rein und dann kannst du dir ganz entspannt deine Fingernägel lackieren. Ist super stylisch, oder? Ist ein mega geiler Ultra-Ring. Scharf. Das habe ich in meinem Aufgebrauch-Video ja auch schon so gelobt. Das ist das kneippverwöhnende Cremeöl-Peeling. Leute, es ist der Burner. Es pflegt die Haut so unfassbar gut. Du kommst aus der Dusche, musst dich nicht mehr eincremen, weil deine Haut einfach so schön sanft ölig ist, aber halt nicht eklig ölig. Das finde ich immer so wichtig, dass du jetzt nicht irgendwie Ölabdrücke auf der Kleidung hast oder so. Und deine Haut ist super gepeelt danach und ich finde es richtig toll. Und eine liebe Abonnentin hat mir in die Kommentare geschrieben, dass es das mittlerweile in groß gibt. Und ich muss mich echt auf den Weg begeben und das holen, weil das ist der Shit. Das ist so toll. Ja, geil, dass es drin ist. Freut mich. Yay. Magical Ink Eyeliner. High Precision Eyeliner von Kiss New York. Ja, das finde ich super. Das scheint so ein Filz-Eyeliner zu sein. Ich liebe Filz-Eyeliner. Ich hatte jetzt so oft irgendwelche anderen drin, sodass ich mir keinen Filz-Eyeliner nachkaufen konnte. Endlich. Ich habe damals immer den von Essence gekauft. Den fand ich auch immer total super. Ja, hier seht ihr ihn. Wunderschön. Ich habe richtig Bock drauf, den zu benutzen. Oh, ich freue mich so sehr drüber. Richtig cool. Dankeschön. Ich liebe Eyeliner. Ich trage immer Eyeliner. Ich habe jetzt auch Eyeliner drauf. Immer, immer. Und da ist eine Schüttelkugel drin. So, gefällt mir. Ah, das war in der Sneak Peek von Alverde. Das ist eine Strobing Glow Palette. Ich glaube, ich werde die nicht benutzen. Ja, das sind alles so Strobe-Highlighter, also so Creme-Highlighter. Die werde ich echt nicht benutzen. Also die wird definitiv weiter wandern.
So schade, wie es auch ist, ne? Aber die ist nichts für mich. Dann habe ich hier Versace Parfum, Dylan Blue, Eau de Parfum. Ach, wie geil ist das denn? Ein Parfüm. Aber so ein Mini ist es dann wahrscheinlich, ne? Oh. Hallo, das ist hübsch. Das ist richtig, richtig hübsch. Also für Leute, die so Minis sammeln, ist es echt ein Traum, ne? Richtig cool. Ich riech mal dran. Oh, guck mal hier oben. Da hast du das auch, dieses Logo ist das wahrscheinlich, ne? Es riecht richtig, richtig gut. Es riecht frisch, aber halt auch andererseits ein bisschen schwer, sehr stark parfümiert. Also es riecht wirklich gut, aber da ich nun mal keine Parfüm-Minis sammel, denke ich auch, dass dieses hier weiter wandern wird. Aber süßes Teil, richtig süßes Teil. Ja, von Salthaus, zwei Tuchmasken. Da freut Claudi sich, da freut sich meine Maskensammlung definitiv. Und zwar ist das einmal, zweimal Todes Meer Mineralien, einmal Tuchmaske Age Perfect mit Straffeffekt und einmal Tuchmaske New Skin mit Repair-Effekt. Oh. Oh, ich freue mich so drauf, die auszutesten. Richtig toll. Geil. So, ihr Lieben, das war's jetzt schon. Die Box ist leer. Mein Fazit, naja, also ich werde einen Großteil leider weitergeben. Trotzdem finde ich die Produkte, die drin sind, irgendwie doch ziemlich cool. Also ich weiß es nicht. Also es ist jetzt nicht so die Ultra-Box, die mich vom Hocker haut. Ich blende euch hier mal den Gesamtwert der ganzen Produkte ein. Ich denke schon, dass es sich gelohnt hat, also dass der Wert deutlich höher liegt. Allein wegen dem Parfüm, das ist, glaube ich, auch relativ teuer. Aber haut mich jetzt nicht so um. Vielleicht bin ich auch so von den ganzen Adventskalender-Unboxings ein kleines bisschen verwöhnt. Würde ich jetzt mal ganz grob behaupten. Aber jetzt nicht so meine Lieblingsbox, wo ich sage, boah, geil, das ist jetzt so die Ultra-Christmas Edition. Naja, aber den Eyeliner fand ich halt auch ziemlich cool, ne? Naja, schwierige Entscheidung, aber perfekt war sie nun wirklich nicht. Ich finde die Masken ziemlich geil. Ich finde das Peeling ziemlich geil, auch wenn ich es schon hatte. Diesen zum Nägellackieren, den Aufstecker für die Finger, finde ich ziemlich, ziemlich, ziemlich toll. Aber ich lackiere meine Nägel gar nicht, also brauche ich das Ding nicht. Von daher wird auch das weiter wandern. Strobing-Highlighter sind leider nichts für mich und Miniaturparfüms auch nicht. Ja, nicht meine Box. Aber na. Trotzdem, Abo läuft weiter, lasse ich auch weiterhin laufen, alles gut, aber die Box hat mich nicht umgehauen. Egal, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da, würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich euch einfach einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend, lass es dir einfach gut gehen, fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir hier mal meine Playlist zu den ganzen Unboxings meiner Abo-Boxen, hier unten meinen neuesten Upload und auf dieser Seite kannst du, wenn du möchtest, mich einmal kostenlos abonnieren. Hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.